Ja, ich liebe es. Bombenstimmung muss immer da sein. Auf jeder Party muss eine Bombenstimmung da sein. Du versuchte Scheiße zu sein, genauso tapfer wie der dann Bart wäre. Jetzt braucht mein Penis was ganz Besonderes. Schwester Rosie? Ja? Geben Sie mir bitte Salatsauce aus dieser Dose. Schwester Günther. Hey, Günther, geil, Günther, der Günther ist dabei. Das reinigt Paprika-Kartoffel-Shit. Gründlich, damit sie schnell heilen können. Ist übrigens original so in der Caillou-Folge mit drin, ne? Und jetzt brauchen wir etwas anderes. Wissen Sie, was das sein könnte, Schwester Rosie? Schinken. Ganz genau. Schinken. Da war das Schwein doch für irgendwas gut, ne? Oh, jetzt habe ich alle getriggert, ne? Aber stellt euch mal vor, ihr verliert so, keine Ahnung, halben Arm und ihr braucht Haut. Dann nehmt euren Schinken, geht mit euren Schinken zum Arzt und dann kann man vielleicht mit den Schinken irgendwie was zusammenbasteln. Was denken ihr denn? Ich bin, in Wirklichkeit bin ich Veganer. Ich habe den Schinken einfach nur dafür da, man kann sich ja auch mal verletzen. Ich verletze mich zum Beispiel beim Sitzen, ich verletze mich auf Toilette. Ich verletze mich immer. Ne? Im Schlaf verletze ich mich. Überall. Und da ist es doch gut, wenn man da irgendwie eine Wunde hat. Man kennt ihr ja, ne? Wenn ich eine Wunde habe, reiße ich die Wunde noch weiter auf. Mache ich übrigens auch hier mal meinen Finger, ne? Reiße ich meine Wunde übelst krass auf, was man niemals tun soll, das tut scheiße weh. Und wenn man dann so einen Schinken zu Hause hat, kann man einfach auf die Wunde Schinken drauf machen und das verheilt alles zusammen. Jetzt weiß ich immer, wenn mich jemand fragt, jo, du bist ja kein Veganer. Nee, ich nehme das Fleisch mit für Wunden. Ganz einfach. So, und wie wär's jetzt mit einem großen Glas von unserem speziellen schnell wieder cool Saft? Autschi! Alter, ernsthaft, Halsmaul! Wie wär's? Ich bin von einer 1,50 Meter hohen Kante geschmissen worden! Wenn wir mit Züge fliegen. Rosie, au! Rosie, du bist mein Opfer. Du musst vorangehen und mir den Weg zeigen. Klassik. So, bitteschön. Schönen Dank, du Arsch! Ich hab Ihnen einen Hodensack in Ihrem Privat- Penis! Gegeben. Caillou's Eier taten immer noch etwas weh, aber seine neuen kürzlich von Amazon erworbenen Gehirnzellen produziert von kubanischen Schwerstverbrechern gefielen ihm wirklich gut. Caillou! Was? Bubu. Pokémon! Du Arsch! Also, das sind die geilsten, ne? Die kommen damit was in der Hand, ne? Zeigen dir das, du denkst, das kriege ich jetzt geschenkt, ne? Nee, ich wollte nur zeigen. Das sind die peinlichsten, das sind wirklich die allerpeinlichsten Momente. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, hier, das ist für dich, oder guck dir das mal an und du verstehst, das ist mir schon öfters mal passiert, du verstehst, ja, du kannst es jetzt haben, guckst dir so an, sagst du denen so, ja, gefällt mir, danke, und er sagt, ja, du musst es uns wiedergeben, ne? Ich wollte nur zeigen, ne? Ja, dann war doch nie mein Porsche, ne? Ich bin gerade schon losgefahren mit dem Ding. Ja, ein ganz besonderer Sack auf diesem Flug sein. Ist genauso, übrigens, auch schon passiert, ne? Komm dann, Freundin, zeig dir einen positiven Schwangerschaftstest, stehst dann so davor, guckst dir so an, ach ja, schön, endlich ein Kind, ne? Und dann nimmt ihr dir das so weg und sagt, der ist ja nie deine, ne? Denk mal drüber nach, genau so ist das, meine Freundin, der Sonne. Nur besondere Passagiere bekommen einen Penis! Mit Überraschung in der Tüte. Geil, eine Bombe. What the fuck? Das ist so bescheuert. Caillou glaubte, dass es sein Eiern was besser ging. Er wollte ausprobieren, ob sie noch wehtaten, wenn er zickt. Los, fick mich doch! No. Billy! Heiko. Heiko. Günther. Rüdiger. Hab ich auch gesehen. Du bist aber dabei. Ficken. Sind die Eier meines Patienten wieder in Ordnung? Frag doch einfach nochmal. Sind die Eier meines Patienten wieder in Ordnung? Oh, Kacke, tut das weh. Das nehme ich auf, ja. Versuch doch mal ein paar Pokémon hier im Wohnzimmer zu ficken. Ups, ich meine natürlich töten. Wie bist du da hochgekommen?
Ich bin gefallen. Aber das finde ich in der heutigen Zeit, ne? Die Eltern. Wenn ich immer so die Eltern immer so, nee, draußen Sauerstoff, kannst du nie raus. Draußen ist Schnee, kannst du nie raus, ist gefährlich, kannst dich erkälten. Draußen ist Regen, nee, ist nicht gut, du bleibst bitte drin. Was denken wir, wie meine Kindheit war? Draußen kommt ein, ist gerade ein Vulkanausbruch, hat meine Oma gesagt, hier, geh mal raus. Geh mal ein bisschen Sonne tanken. Du Käsegesicht, wie siehst denn du aus, du Vogel? Geh mal ein bisschen raus. Du kannst nicht jeden Tag hier sein. Arm gebrochen. Tja, das ist keine Ausrede. Du kannst bitte rausgehen. Geh mit deinen Freunden spielen. Du hast doch noch einen Arm. Hä? Arm gebrochen. Ja, sagen die Leute, ja, kann ich heute nicht arbeiten gehen. Was denkt ihr, wie will ich meine Eltern dann zur Arbeit? Die haben mich dann hingeschleppt und die haben mich dann auch abgeholt. Die haben dann geguckt, ob ich wirklich arbeiten war. Mit einem gebrochenen Arm und einem Schuss im Auge. So ist das, ne? Die heutzutage sind wirklich so manche Kinder so ein bisschen verweichlicht. Ist halt wirklich so, ne? Regnet draußen, Eltern, nee, darfst nie raus. Finde ich nie gut. Nee, wirklich nie. So, sie kriegen dann ein Tablet in die Hand, die Eltern gucken dann mitten im Leben und saufen sich die Birne zu, ne? Caillou fühlte, dass es seinen Eiern schon viel besser ging. Nur sie Bombe. Hat heil gemacht. Wir haben keine Chips mehr. What the fuck? Ich bin der Notenbumser. Caillou und... Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Tja, dein Fickgestell scheint wieder einwandfrei zu funktionieren. Ich überprüfe das mit meinem Co-Opfer. Rosie, können wir im Park... Ficken! Yo! Der Park wird angeflogen und ich habe genau das Richtige, was meine beiden Opfer brauchen. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Ja, aber man muss halt ehrlich sein. Guck mal, Mami, ich bin ein guter Dixer. Ja, und deshalb hast du auch dein Fick-Abzeichen. Und was ziehen alle Dixer immer an, wenn sie Ficken wollen? Schumpf. Richtig. Ja, wäre ich jetzt der Vater, würde ich sagen, Kind, lauf weiter mit dem Flugzeug, komm, du bist frei wie ein Vogel, lauf weiter, aber pass auf, dahin ist eine Autobahn. Nee, lauf doch nochmal weiter. lauf, du bist der Pilot, du kannst gar nicht, du fliegst über die Autobahn. Ach ja, ja, und dann hat das Kind dann wird's angefahren und hat einen gebrochenen Bein, da würde ich das genauso machen wie meine Eltern. Hier, du kannst trotzdem noch rausgehen, tu mal nicht so. Wegen Krankenhaus. Ich bin wirklich ins Krankenhaus gekommen, wenn ich halb tot war. Dann haben mal meine Eltern gesagt, oh, jetzt gehen wir aber vielleicht mal gucken. Vielleicht ist ja irgendwas mit dem Kind. Ne? Wenn ich schon da saß. Ich kann nicht mehr. Dann haben dann so meine Eltern, ja, wir gucken jetzt nochmal 2-3 Tage. Ne? Wenn es danach immer noch ist, dann könnten wir wirklich mal anrufen. Ne? Genau so war's. Ja, war. War. Es ist immer so schwer, so beim Abspann ernst zu bleiben bei solchen Videos. Also war ein normales Video, fand ich schön. Das hat mich einfach an meine Kindheit erinnert. Ich hab auch so viel Fürsorge bekommen. Aber ja, ich muss einfach mal ehrlich sein, die Kinder sollen mal wieder ein bisschen mehr raus. Die sollen mal wieder ein bisschen mehr Ball spielen. Die sollen mal ein bisschen mehr... mit dem Kran spielen, ne? Ich damals auch, ne? Bin ich in Kindergarten. So mit ich glaube, es war mit 8 Jahren. Ich weiß nicht, wie ich mit 8 Jahren auf die Idee gekommen bin. Bin ich in den Kindergarten eingebrochen. Da haben wir ein Lagerfeuer gemacht und da haben wir so irgendwie Holz von der Umgebung gesammelt und haben dann ein Haus in den Kindergarten, haben wir ein Haus gebaut. Und einen Tag später standen, und die wussten das halt nie, dass wir drin sind. Also wir sind dann früh wieder einen Tag später reingegangen. Und da standen überall Bagger. Und dann hören wir auf einmal Motoren. Dann hören wir auf einmal so. Und dann, ne, haben zum Glück, ne, die haben schon halb angefangen, ne. Wir waren drin, ne. Die haben wirklich schon halb angefangen. Und dann haben die uns rausgejagt und dann haben dann so die Polizisten da auch gesagt: Hier, passt mal auf, es war nicht so gut, da ist sehr, sehr viel Asbest drin gewesen. Was denken ihr, wieso mein Gehirn nicht mehr so richtig läuft? Ne? Das liegt nicht dran, dass ich jeden Tag mitten im Leben gucke oder Frauentausch. Nee. War damals. Asbestunfall. Also ich rede von meiner Geburt, ne? Also, ne? Meine Geburt war ein Asbestunfall.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt mir nächstes Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.